Und damit hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Oblivion Let's Plays, bei dem wir gerade in die Stadt hier gelaufen sind und gewartet haben, dass die Nacht vorbei ist, damit wir hier zum Händler rein dürfen, weil ich gerne handeln will und der ja erst um 6 aufmacht und wir jetzt zum ersten Mal bei einem Händler sind. Hallo. Hallo, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Nee? Seid ihr neu hier in der Stadt? Das geht. Ja, das bin ich. Ich freue mich, euch zu sehen wahrscheinlich. Soll das wahrscheinlich heißen? Gleichfalls. Ich freue mich immer, wenn ich jemand Neues kennenlerne. Willkommen. Ich bin sicher, meine Mutter wird sich ebenso freuen, euch kennenzulernen. Mutter. Meine Mutter ist die Besitzerin dieses Ladens. Sie würde sich freuen, Geschäfte mit euch machen zu dürfen. Selbstverständlich, Rumors. Ich habe gehört, dass es in Koroll einen guten Schmied gibt. Okay, was ist das hier unten? Lasst euch Zeit. Was ist jetzt bewiesen? Quest beendet. Bei jeder Überzeugungs... Kommt das hin? Ach, das ist wahrscheinlich nur eine Erklärung. Bei jedem Überzeugungsversuch müsst ihr bewundern, prahlen, witzeln oder und nötigen. Jede dieser Aktionen hebt oder dämpft die Stimmung des NPCs. Macht nicht zu lange, denn die Stimmung des NPCs sinkt beständig. Wenn ihr eine mögliche Aktion markiert, zeigt das Gesicht des NPCs die entsprechende Reaktion. Er wird jede Aktion entweder lieben, mögen oder nicht mögen oder hassen. Seine Stimmung wird besser bei einer Aktion, die er liebt oder mag, und sinkt bei einer Aktion, die er nicht mag oder hasst. Der mögliche Gewinn oder Verlust für jede Aktion hängt von eurer Überlebenskunst ab und davon, Überredungskunst ab und davon, wie voll der Keil ist. Versucht die volleren Keile zu wählen. Wie voll der Keil ist. Was ist denn mit Keil gemeint? Versucht die volleren Keile zu wählen. Wenn sie zur Aktion gehören, zu Aktionen gehören, die den NPC gefallen, wählt weniger volle Keile, wenn sie zur Aktion gehören, die er nicht mag. Okay, so beenden. Ich wollte eigentlich gar nicht das machen. Lebt wohl. Jo, ich will eigentlich zur Ladenbesitzerin. Bist du das? Bei Hallöchen. Nordwaren und Handel gibt es nur die besten Waren zu kaufen und zu tauschen. Ich bin Sidney Eos, die Inhaberin. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich will handeln. Hier, was haben wir denn hier? Das müsste der Handeln-Knopf Kann sein, ich euch oder? etwas von meinen Waren zeigen? Das ist der, glaube ich, das ist der Kaufen-Knopf oder so. Auf jeden Fall hat sie Reparaturhämmer, die will ich haben. Und ich würde gerne hier verkaufen. Verkaufen für ein Goldstück, ja. Okay, also hier kann ich auf jeden Fall gut verkaufen, so viel steht fest. Und ich habe ja so viel Müll schon wieder. Was kann ich das alles brauche? So, das Dunkelbier kann weg. Ich werde mit Bier nicht arbeiten, da kann sie alle vier nehmen. Ach so, sie hat auch nur 800 Gold, alles klar. So, die Tränke werden wir noch behalten. Die sind auch alle nicht sonderlich schwer. Uff, obwohl ich hiervon... Na, die sind jetzt nicht so schwer. Davon haben wir viele Lebenstränke. Feuerschild, der kann eigentlich weg. Magicka-Wiederherstellung behalten, Ausdauer-Wiederherstellen auch. Magicka, okay. Lebensenergie auch okay. Magie wiederherstellen, 15% für 5 Sekunden. Ich weiß es nicht so. Zutaten. Mit Essen brauche ich ja eigentlich nicht so viel. Das kann eigentlich alles weg. Ein Ex. Habe ich leider den Dialog weggeklickt, aber egal. Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ein guter. Das klingt. Das ist. So, falls ihr euch fragt, warum ich gerade das ganze Essen verkaufe, ich brauche das Essen nicht. Ich werde wahrscheinlich auch nicht kochen. Zufolge Das ist ein echtes Schnäppchen. hau ich das jetzt hier alles raus, Ein. damit ich Gold bekomme. So, das hier behalten wir mal noch. Steine, ein kleiner Stein. Derzeitige Seelenstufe. Was ist denn ein Bronzeseidel? Den brauche ich nicht.
Oder? Ne, den behalte. Ich glaube, das sind die Pfeile drin, ne? Den Bärenpelz brauche ich nicht. Die Federn brauche ich auch nicht. Das gar nicht. Das Goldnugget nicht. Ihr kriegt mal alles von mir. Ich kann mir das ja alles neu kaufen, falls ich es brauche. Das ist. Macht super viel Spaß, hier zu verkaufen. Ein gutes. So, jetzt könnte ich hier noch Hämmer kaufen, aber das machen wir mal nicht Hab fertig. Dank. Auf Wiedersehen. Wie viel Gold habe ich jetzt? Wie viel Cap habe ich frei vor allen Dingen? Boah, guckt euch das an. Die Hälfte des Caps habe ich frei gemacht. Hohoho. Okay, dann kann ich noch ein bisschen mehr Loot zu ihr schleppen. Und vor allem, ich hätte gern diesen Stab verkauft, aber den Stab nimmt er Was? nicht. Hat sie nicht angenommen, oder? Kann ich euch etwas von meinen Nee. Waren Den zeigen? Stab hätte sie nicht angenommen. Ach, hier muss ich ja gucken. Alles klar. Und es soll hier noch einen Schmied geben. Wenn ich das, was ihr braucht, nicht habe, könnt ihr bei den anderen Händlern in Koroll euer Glück versuchen. Bei Renoid gibt es Bücher. Feuer und Stahl führt Rüstungen und Waffen. Ein alter Geistlicher mit diesem Namen kommt hin und wieder in die Stadt. Er lebt südöstlich von der Stadt, in der Venon-Priorei, an der Schwarzen Straße. Und Rumors. Erst diese Woche habe ich mir bei Renoid ein gutes Buch besorgt. Wenn ich es nur lesen könnte. Okay, damit schaue Wiedersehen. ich mal, dass ich den Händler finde für die Waffen. Bist du das hier? Nee, das ist der Buchhändler. Hier hängt kein Schild dran. Gibt es hier eine Karte? Ja, gibt es. Aber nur da, wo ich vorbeigelaufen bin. Aber vielleicht bin ich ja schon vorbeigelaufen. Bin ich nicht. Gut, wir suchen weiter. Habt Mitleid, Herr. Ich habe nichts zu essen. Du kriegst von mir gar nichts. Will er was zu essen von mir haben? Ich glaub's nicht. Betteln und hausieren verboten. Jetzt gehen wir hier mal noch nach links. Wo hier geht's nicht lang. Wie gesagt, ich bin zum ersten Mal in dieser Stadt. Ich kenne mich hier null aus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe bis jetzt hier nur das Gasthaus gefunden. Und das ist der Schmied. Das erkennt man doch schon am Logo. Perfekt. Wieso ist denn hier verschlossen? Ich wollte das jetzt nicht aufknacken, aber der macht anscheinend erst später auf oder so. Ja, dann warten wir mal noch eine Stunde, bevor wir hier versuchen reinzukommen. Mit Tee, nochmal eine Stunde warten. Jetzt hat er offen. Okay, das heißt, die Händler machen noch nicht mal alle gleichzeitig auf. So, die bewegt nur ihren Mund. Hallo, ich bin Rasheda, der Schmied. Und das ist das Feuer und Stahl, Schilde, Waffen und Reparaturen. Was kann ich für euch tun? Ja, ich möchte gerne verkaufen. Kann ich euch etwas von meinen Waren zeigen? Vielleicht hat sie ja eine zweihändige Axt. Hier, eiserne Kriegsaxt, zweihändig. Die nehmen wir. Die ist schon so gut wie gekauft. Und sie kauft auch die ganzen Rüstungsteile an. Das heißt, ich bringe ihr gleich noch Rüstungsteile. Erstmal gibt sie mir mal eine Axt. Eine reicht. Ja. Das gucke ich mir gleich an. Dann kriegt sie von mir das Ding. Das Ding. Das klingt nach einem angemessen. Beehrt uns bald wieder. Und jetzt möchte ich erstmal die Waffe gerne anziehen. Auch ihr. Waffe, Waffe, Waffe. Die da hätte ich gerne. Genau. Oh, geil. Ja, schön. Eine große Axt. Genial. Das wollte ich haben. Was Danke. wollt ihr? Möchte verhandeln, möchte ich. Seht euch nur um. Billigere Preise findet ihr in ganz. So, die kann die Stahlaxt haben. Dann kann sie theoretisch auch
Mein Schild kann ich weiterhin anhaben. Okay, es wundert mich etwas. Ich brauche eigentlich kein Schild, wenn ich... Das klingt nach einem angemessenen Preis. Ja, das brauche ich nicht, das Schild. Jetzt schauen wir bei ihr noch, was sie an Rüstungsteilen hat. Eine Brust mit 6 brauche ich nicht. Eisenbeinschienen. Alles klar, so kann man am besten vergleichen. Sie hat einen besseren Helm. Das könnte daran liegen, dass meiner vielleicht kaputt ist. Hat sie denn sowas wie Hämmer? Hat sie. Oh, die sind aber teuer. Einer kostet gleich mal 20. Okay. Wir nehmen mal 9. Ich weiß eure Kundschaft immer zu schätzen. Und jetzt schaue ich ganz kurz mal. Jetzt habe ich ja gesehen, dass mein Eisenhelm mit 50 nur noch einen Rüstungswert von 1 hat. Und jetzt will ich den einmal reparieren. Eisenhelm. Zack. Und geht dann der Rüstungswert wieder hoch? Nein. Okay, das heißt, ich kann auf jeden Fall ihren Eisenhelm mal kaufen, weil der ist besser. Seht euch nur um. Verkauft ihr meinen. So einen Eisenhelm bitte. Ja. Danke. Und sie kriegt den hier. So. Jetzt hat sie den sogar auch im Angebot. Der wird hier nicht einsortiert. Der ist tatsächlich schlechter. So, das Schild brauche ich nicht. Das ist alles leichte Rüstung. Mhm. Kommt gut wieder und kauft bei mir ein. Mach ich. Seht euch vor. Jetzt würde ich gerne erstmal noch diesen Helm anziehen. So, Reparaturen. Ich habe gesagt, ich repariere. Ich repariere alles, was unter 60 ist. Es ist nichts unter 60. Und jetzt haben wir Cap frei. Richtig viel Cap frei. Mit 121. Und ich würde jetzt ganz kurz den Loot holen gehen. Und den schaffen wir dann noch hier in den Laden. Nur dass weiter, wir hier noch, ich höre zu. Dass wir hier noch den ganzen geschenkten Loot verkaufen. Wäre schade, wenn ich den liegen lasse. Wobei ich nicht weiß, ob ich das Gold brauche für irgendwas, ob ich hier Skills lernen kann. Ich glaube, ich hatte das schon in einer der letzten Folgen gefragt, ob man Skills durch Gold lernen kann, ob das möglich ist. Da könnt ihr mir immer noch gerne einen Kommentar da lassen, wie das geht mit den Skills für Gold. Aber bitte nicht zu hart spoilern. Also einfach nur sagen, ja, das geht und geh mal dahin und dort ist das versteckt oder das wirst du schon noch finden oder so. Aber nicht so extrem wie mach so ist am besten. Das nicht. Einfach nur die kurze Erklärung, wo ich, wenn ich Skills gegen Gold kaufen kann, wo ich das Ganze finde. Weil bis jetzt habe ich es selber noch nicht gefunden. Gut, gehen wir hier rein. Gehen hier hoch zu dieser Kiste. Zu der da. Und looten die leer. Können wir das alles nehmen? Ich bin mir nicht sicher. Das hier noch. Den Bogen können wir auch mitnehmen. Die Brust. Den Rest lassen wir hier liegen. Der ist jetzt nicht so wertvoll. Das sind wie viel Gold, die hier liegen? 500? Ja, das lassen wir hier liegen. Und nehmen nur das mit, was wir jetzt haben. Gehen das verkaufen. Und dann schaue ich gleich mal, ob man hier oben noch ein Pferd kaufen kann oder so. Dann, ob das auch noch irgendwie mit Features versehen ist. Also ihr merkt schon, dass ich das Spiel komplett entdecke, ne? Habe ich auch schon in einer der letzten Folgen gesagt, so guck dich die Berge da hinten an. Das sieht cool aus. Besser als in Skyrim, weil das alles verschneit ist bei Skyrim. Weil Skyrim ist eine komplette Schneelandschaft. Bereich wird geladen. Achso, der wird geladen, wenn ich irgendwo hinlaufe. Habe ich eigentlich eine komplette Weltkarte? Nee, also jein. Es ist recht klein. Oh, guck mal, hier war Morrowind. The Wallace Mountain. Mhm. Oh doch, die Karte ist schon lang nach unten. Popel Bay, okay. Da könnte man eigentlich schon fast mal eine andere Karte aufmachen. Hätte ich fast schon gemacht, aber nein, ich lass es mal. Kann ich bei dir was kaufen? Hallo. Wenn ihr ein Pferd kaufen wollt, sprecht drinnen mit Bongond. Okay, mach ich. Guck dich mal die Augen an. Das ist schon mal so total verwirrend. Seht euch vor. Und bevor wir jetzt das Pferd kaufen, gehen wir ganz kurz noch bei dem Schmied die anderen Sachen verkaufen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt ein Pferd leisten können direkt. Ich weiß nicht, wie teuer das Pferd ist. Meine Kinder hungern.
Bitte helft mir. Meine Kinder hungern. Meine Kinder. Seine Kinder hungern. Okay, es ist eigentlich nicht lustig, aber mir gefällt's. Also eigentlich nur, wie er gesprochen hat, der Was Dialekt. Was kann ich für euch tun? Rüstung, Waffen, ich habe alles. Wie kann ich euch behilflich sein? Und zwar, sie kann alles haben. Nee, sonderlich wertvoll. Na, hier haben wir noch ein bisschen was. Das ist mehr. Und zumindest hat sich meine Rüstung noch verbessert. So, wir haben 10 Schmiedehämmer. Beehrt uns bald wieder. Wie viel? Lebt wohl. Wie Gold habe ich? Da. 171, da werden wir uns kein Pferd für leisten können. Das weiß ich jetzt schon. Ich habe auch verdammt viele Schmiedehämmer gekauft. Weil ich das Schmieden aber direkt auch mitskillen wollte, gerne. Wer hilft? Dass ich unterwegs handeln kann, schmieden kann. Aber erstmal gucke ich jetzt ganz kurz hier drinnen, wie teuer ein Pferd ist. Und es ist wieder schlechtes Wetter. Wieder Nebel. Es könnte aber auch morgen Nebel sein. Bedüm. Hallo. Hallo. Ich leite die Nordlandstallungen. Habt ihr Interesse an einem Pferd? Ja, habe ich. Kauft ein Pferd. In ganz Cyrodiil gibt es keine besseren Füchse. Sie sind nicht so zäh wie andere, aber nur schwarze Pferde sind schneller. Mhm. Im Moment habe ich keine 2500 Gold. Okay. Tut mir leid, im Moment habe ich keine 2500. Zu schade. Nirgendwo sonst in Cyrodiil findet ihr bessere Füchse. Warum nennt er seine Pferde Füchse? Auf Wiedersehen. Okay, also wir bräuchten 2500. Das ist eine Hausnummer. Für den Anfang. Jetzt hätte ich noch was. Diese ganzen Tränke, die will ich behalten. Ja, den Rest würde ich einfach mal noch komplett behalten. Die Fackeln sind, ich habe kein Gewicht. Was ist ein Bronzeseidel? Gibt. Okay. Ich werde mal ganz kurz googeln, was ein Bronzeseidel ist. Bilder. Was ist ein Seidel? Was soll das sein? Ich kriege hier irgendwelche Bilder von irgendwelchen Frauen. Wir könnten das mal wegschmeißen. Oder auch nicht. Ihr könnt diesen Gegenstand nicht ausrüsten. Schön. Will ich jetzt noch irgendwas hier machen? Ich würde den Bronzeseidel, den könnte man noch wegschmeißen. Ich weiß nicht, was es ist. Nein, ich würde sagen, wir sind mal zufrieden mit dem, was wir haben. 15 Rüstung, wir haben Cap frei. Wir haben Heiltränke, wir können heilen. Genau, gibt es hier drinne Heiltränke zu kaufen? Kann ich hier drinne vielleicht zufällig noch skillen? Das wäre noch interessant. Ich glaube nicht, dass man hier Skills gegen Gold lernen kann. Ich schau trotzdem mal kurz. Was kann ich für euch tun? Lasst mich mal sehen, was ihr da habt. Ich kann da reparieren. Was ist das hier unten für ein Knopf? Gut, dass ihr euch verbessern wolltet. Ah, hier kann man trainieren. Wartung von Waffen, Waffenschmied. Wartung von Waffen und Rüstung mit hoher Effizienz. Abgenutzten Waffen und Rüstung sind weniger effizient. Trainierte Trainerfertigkeitsstufe Geselle. F-Doppelpunkt Lernen. Ich weiß nicht, was das ist. Trainingsstunden 0 von 5. Kosten 400 Euro. Goldstücke 171. Okay, also es gibt auch Trainer. Dieser Knopf ist für bedeutet also, dass das ein Trainer ist. Habe ich das auch rausgefunden. Und ja, wir haben kein Gold, wir können nichts machen und bevor ich jetzt hier noch stundenlang in dieser Stadt andauernd hin und her laufe, machen wir uns doch jetzt einfach mal auf den Weg dahin, wo wir eigentlich hin sollen. Ohne Pferd, ohne alles, aber mit einer fetten Zweihand-Axt, die ich euch mal noch zeigen muss. Hier, zack, yeah, wow, Zweihand-Axt. So, wo müssen wir hin? Da unten müssen wir hin. Das heißt, den Weg zurücklaufen, hier den Weg runter durch diese Stadt und dann dahin. Ja. Ein Stückchen Weg, ne? Gibt's hier noch eine Schnellreisemöglichkeit? Also gegen Gold?
Kann ich mit den Pferden irgendwas machen? Nee, dann kann ich hier... Alles klar. Gut, ich sehe hier keine Schnellreisemöglichkeit. Wenn dann... Hi, ich leite die Nordlandstallung. Nee. Habe ich sie nicht gesehen. Also wenn es noch eine Schnellreisemöglichkeit gibt über Pferde oder so, außer... Also ich weiß, es gibt jetzt diese Schnellreisemöglichkeit. Ich klicke hier hin, zack, möchtest du nach Quatsch reisen. Das will ich nicht. Ich hätte gerne eine andere Schnellreisemöglichkeit. Wenn es da eine gibt, die mir nicht bekannt ist, könnt ihr mir das gerne noch schreiben. Ansonsten werdet ihr euch an diesem Spiel auf lange Laufwege freuen dürfen. Ja, und diese Axt, ich freue mich so, dass ich so eine schöne Axt habe. Und wir reisen tagsüber, selbstverständlich, wann auch sonst. Und ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt hier danach noch eine Folge aufnehme. Also ich müsste jetzt noch eine Stunde aufnehmen irgendwann, ob ich das heute mache oder einen anderen Tag. Und eigentlich glaube ich, mache das an einem anderen Tag mit der simplen Begründung, dass ich kalte Füße habe und gerne mal in die Wanne gehen würde. Ich muss mich mal wieder an den entsprechenden Stellen rasieren, weil es unangenehm ist. Ne? Denkt euch euren Teil. Genau, kriege ich eigentlich raus, wann ich rasten muss. Hier steht nichts da. Zum weiteren Stufenaufstieg müsst ihr euer Charakter weitere Klasse trainieren. Es steht nirgendwo da. Also erstens, ich muss mir merken, welche Fähigkeiten hiervon ich gelernt habe. Wahrscheinlich die, die oben stehen. Okay, das sind Hauptfertigkeiten. Okay, wenn diese hochgehen, werde ich da drin besser. Oh mein Gott. Wenn diese hier hochgehen, steige ich im Level auf diesen Wert. Den kriege ich damit höher, meine Stufe. Aber ich sehe hier nicht, wie viele Punkte ich noch brauche bis zum nächsten Level ab. Diese Information verwehrt mir das Interface. Sei es irgendwo versteckt, wo ich es nicht finde. Und was mich auch noch interessieren würde, ich kann ja den Zauber leichte Wunden heilen, ob es vielleicht noch einen Zauber gibt, der, was weiß ich, tiefe Wunden heilen oder so gibt, der mehr heilen kann. Das wäre noch interessant. Und ich werde wahrscheinlich jetzt sehr viel Loot mitnehmen, damit ich relativ zügig an dem Pferd rankomme. An ein Pferd. Das heißt, alles, was ich jetzt so finde, werde ich mitnehmen und versuchen zu verkaufen. Ich weiß, hier waren wir schon, aber es ist leider der richtige Weg. Und hier stand übrigens der Typ rum, der hat ernsthaft die Ratte verfolgt. Hier steht er jetzt. Das war vorhin sein einzigster Beweggrund, warum er weggelaufen ist. Dies ist ein Überfall. Gib's her oder stirb. Okay. Nein, nimm das von mir, wenn du kannst. Können wir auch machen, wenn ihr wollt. Hey! Wow! Stirb, du dreckiger Orkpunkt! Ja! Okay. Wir hauen immer lustigerweise gleichzeitig zu. Jetzt haben wir pariert. Oh, man kann dieses Spiel parieren. Wie cool ist das denn bitte? So, wir machen ihn leer. Na, wo es lohnt sich nicht. Der hat eine leichte Rüstung an. Die Waffe, wie viel war die wert, die ich gerade gelootet habe? Der war 60 wert. Die Waffe war 60 wert. Das ist okay. Der Rest hier, 15, 8, 4. Könnte man mitnehmen. Kann man auch lassen. Wir heilen uns mal. Ich fand es gerade cool, dass wir tatsächlich pariert haben. Warum benutzen wir jetzt die linke Hand statt die rechte? Könnt ihr aufhören, mich so zu verwirren? Und theoretisch gesehen könnte man auch querfeldein einlaufen.
Ich habe aber Angst beim Querfeldeinlaufen, dass das mega schief geht. Also, dass wir dann wirklich auf richtig harte Gegner treffen. Jetzt muss ich kurz Karte wieder aufmachen. Wo sind wir denn jetzt hier? Große Karte. Wir müssen einfach dem Weg weiter folgen noch. Okay. Es ist ja immer so neblig sein muss. Ich hätte gerne... Ich hätte gerne, dass das nicht so neblig ist. Jetzt habe ich gerade Falling-Damage bekommen. Und jetzt sollen wir schon wieder rasten. Aber wir haben es ja weit aus der Stadt geschafft. Ganz ehrlich, wir könnten fast nochmal zurückgehen und nochmal schlafen. Obwohl, wir schauen, dass uns in dieser Stadt hier in Skinkross, dass wir da vielleicht was zum Schlafen finden. Bis dorthin muss er jetzt noch durchhalten. Der Charakter. Es ist nebelitsch. Ja, ja, so nebelitsch. Hier verstehe ich auch, warum sie eine Schnellreisefunktion eingebaut haben. Weil sie einfach... Ja, ich muss sagen, jetzt habe ich noch ein zweites Argument. Also bei Skyrim haben mich ja die Laufwege, falls ihr euch daran erinnern könnt, nie so richtig gestört. Das bisschen, was ich an Laufwegen hatte, war immer vollkommen akzeptabel und auch war im Rahmen des Spaßes und es waren ja überall Reiserouten. Und hier sind so gut wie... Ich habe einfach keine Reiseroute gesehen. Vielleicht bin ich auch blind, aber das Spiel führte mich ja auch nicht hin. Mir wurde auch nichts erklärt. Also bei Morrowind war es ja so, dass das Spiel gesagt hat, ja, da gibt es bei Mora Schlickschreiter, mit denen kannst du ganz schnell da hinreisen. Nicht bei Mora, in Zeldanin war ja die erste Stadt. Die gibt Schlickschreiter, da kannst du mit hinreisen. Hier, lieblos, Schnellreise per Mapklick. Warum? Was ist daran so schwer, ein ausgeklügeltes Reisesystem in ein Spiel einzubauen, wo man tatsächlich sich Gedanken machen kann, wie man am schnellsten reist? Das ist lieblos. Und ich meine, dass das Pferd so teuer ist, dass ich mir nicht sofort ein Pferd leisten kann, das ist vollkommen akzeptabel, da würden wir nicht drüber streiten. Ich weiß nicht, wie schnell die Pferde am Ende rennen, ob das vernachlässigbar ist, wie schnell die Pferde sind oder ob die tatsächlich richtig Geschwindigkeit bringen. Aber ja, jetzt habe ich entweder die Möglichkeit, dass ich sage, wir erkunden die Karte nicht durchs Questen. Das heißt also, ich sage einfach straight durch die Story, Schnellreise. Oder, dass wir durch richtig langweilige Wege hier laufen, die keinen Mehrwert bringen. Und dieser Mittelweg, den ich eigentlich gerne habe, ich nutze ein Reisetier, also eine offizielle Reiseroute, die den Weg für mich verkürzt. Und da ist ein Karren, wo ich mich hinten drauf setze. Und der kann auch von mir aus 5 Minuten laufen, wäre kein Problem. Aber so, wie sie es jetzt umgesetzt haben, ja, wollen wir mal gucken, ob der nächste Punkt auch noch so ist. Bravil, Leavin, Quatsch und Skingrad. Okay, das haben sie wenigstens vernünftig gemacht. Die Orte sind korrekt übersetzt. Nein, sind sie natürlich nicht. Warum? Das ist auch für mich, ich weiß, es ist Kritik auf hohem Niveau. Aber es ist lieblos. Hier steht Imperial City dran. Unten rechts steht die Kaiserstadt. Da muss hier auch Kaiserstadt dran stehen und nicht Imperial City. Ich weiß doch nicht, wenn ich ein Schild finde, wo Imperial City draufsteht, dass das die Kaiserstadt ist. Naja. Lieblos. Lieblos, lieblos, lieblos. Was ärgert mich? Und ja, ich weiß, Spiel auf Englisch, lern Englisch und bla. Nein, ich will das Spiel in meiner Muttersprache spielen. Ist nicht so schwer. Bei anderen Spielen klappt das auch. Es ist keine Ausrede. Und es ist auch keine Ausrede, dass man das modden kann. Und ich muss aufhören, so viel über das Spiel zu lästern, sondern mehr zu spielen. Aber es ist so langweilig, was ich hier gerade mache. Obwohl, ganz ehrlich, der Reiseweg geht voll klar. Der Laufweg, den wir haben. Ich habe ja schon die Hälfte geschafft. Also, das ist jetzt wieder, muss ich sagen, so schlimm sind die Laufwege gar nicht. Das hätte wirklich schlimmer sein können. Also ja, aktuell gemischte Gefühle in Oblivion, ob das Spiel Spaß macht oder nicht. Wie weit das Ganze mir noch richtig Bock machen wird. Vielleicht schafft es ja Oblivion durch seine Veränderung, die es nach Morrowind erfahren hat,
mir den Spaß an Skyrim zu bringen. Ich kann es mir aber tatsächlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich denke, ich werde die Entgeisterung, wie ich sie jetzt schon erfahre, leider beibehalten. Aber ich versuche mal, mich dem Spiel zu öffnen. Ich will dem Spiel eine Chance geben. Das, was ich ja beim letzten Mal schon gesagt habe, ich habe Oblivion beim ersten Mal keine Chance gegeben. Genau das möchte ich dieses Mal vermeiden. Und jetzt höre ich auf zu quatschen. Die halbe Stunde ist rum. Ich mache eine Aufnahmepause, damit ich aus diesem Ich-Nörgel-Nur-Trott rauskomme. Nächste Folge kommen wir hoffentlich auch da unten an, obwohl ich muss vorher noch in die andere Stadt und fix schlafen. Da muss ich ja gucken, wo ich ein Gasthaus finde. Das sollte aber auch machbar sein. Ich denke, es ist alles gesagt. Ich werde auf jeden Fall weiter spielen. Macht euch keine Sorgen machen. Bloß weil mir ein paar Aspekte nicht gefallen, ist das Spiel noch lange nicht so, dass ich es in die Ecke klatsche. Speziell nicht im Let's Play-Kanal. Mein Ziel ist es, die Hauptstory durchzuspielen. Ich bedanke mich also fürs Zuschauen. Lasst mir noch einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sage auch wie immer zum Schluss. Tschö mit Ö!